Hey. Tag, Tobi. Das ist ärgerlich. Hey, das Focusrite ist, glaube ich, irgendwie im Arsch. Gießt du, oh Gott, Hilfe. Gießt du dir gerade was ein, Tobi? Ja, und ich habe Wasser verschüttet. Mhm. Alter. Ich habe nicht hingeguckt und habe nicht gesehen, dass die Flasche schon voll ist. Und jetzt bin ich nass im Schritt. Das wäre auch meine Ausrede, Tobi. Nee. Ich glaube so alt ja. Bin ich noch nicht. Ich glaube ja, Tobi. Nein. Du bist einfach nur feucht. Standardmäßig, sagst du? Ja. Aber liegt natürlich am Wetter. Es ist kein Liebessaft, es ist der Schwitz, der Lendenschwitz. Hä, was denn? Hä? Willst du meine Poetenseele eindämmen, Tobi? Poeten? Ja. So. Gut. Unirats Lendenschwitz. Bah. Boah, Junge. Oh. Das will doch keiner. Unirat, der kleine braune Wachskringel in seine Hose zaubert. Unirats Lendenschwitz liegt oben bei uns da in diesem Kinderbett. Stimmt. Hat er auch rausgedrückt. Krass. Kam auch zwischen den Lenden raus. So, wo genau, weiß man nicht, weil eigentlich kann er nicht schwanger werden. Oh krass, ah schön, er macht ja die ganze Dünger schon. Oh nice. Für die nächste Jahreszeit. Oh, sehr gut, sehr gut. Ich habe Vogelscheuchen hier hingestellt, ne? Hä? Hast du gesehen? Gut, ja, die kann vielleicht noch weg, weil die nicht direkt auf dem Feld steht, aber hier oben. Oh, das war schon cool. Ja, geil. Hä, wie cool. Nice. Das wird immer schöner hier, unser Dorf. Vogelscheuchen. Dorf. So. Guck mal, die tun alles, als würden sie arbeiten. Die stehen hier alle nur rum. Die haben nichts zu tun im Winter hier. Ja, die Jäger da oben auch gerade. Stehen aber nur dumm in ihrem scheiß Haus rum. Das ist doch Kacke. Sag mal, was... Wo ist... Wir brauchen mehr Jäger, kann das sein? Haben wir nicht schon voll viele? Ich dachte auch. Aber vielleicht haben wir jetzt zu viele Einwohner für so viel Nahrung, eventuell. Jagd. Okay, wir haben nur eine. Sollte es nicht eigentlich so sein, dass dadurch, dass wir die Küche haben, dass die Produkte machen, die mehr Wert, also mehr länger halten und dadurch brauchen wir weniger zu essen? Theoretisch ja. Weiß ich nicht genau, habe ich auch gedacht. Aber wir haben ja wieder lauter Leute dazugeholt. Ne? Die letzten Aufnahmen haben wir immer wieder nur Leute dazugeholt, ohne die Nahrungsproduktion hochzubashen. Und wir haben noch einen Platz frei bei den Jägern. Wir können noch einen Jäger holen. Ui. Okay. Soll ich mal wieder. Ob wir jemanden holen können, ist die andere Frage jetzt noch, ne? Ich gehe mal gucken. Wir haben aber kein Haus frei, glaube ich. Hm. Ansonsten ist gleich Jahreszeitenwechsel. Da können wir wieder ein paar Nebenquests machen. Ja, okay. Ja, ich warte Jahreszeitenwechsel ab. Ja, ich würde auch warten, glaube ich. Lohnt sich ja gar nicht mehr. So, ja, der eine Arbeitslose hat Jagd auf 6, aber der macht jetzt Scheiße schaufeln. Was hat der? Jagd auf 6? Okay. Der macht Jagd. Gehst du viel Erfolg besuchen? Für den gefallenen Bruder. Gehst du ihm suchen, Tobi? So, mal. Wenn er den Dünger durch hat, kann er zwischendurch eigentlich, guck mal, eine Dung 2300, 1000 Dünger. Holy shit. Also im wahrsten Sinne. Ja. Was wollte ich Ihnen gerade sagen? Wollen wir ein Haus müssen wir noch bauen, glaube ich, dann, ne? Ja, wollen wir das vielleicht mal schnell angehen? Können wir auch gleich zwei Häuser bauen. Jeder eins. Das ist faktisch richtig. Okay. Also wenn wir noch einen finden, der Scheiße für uns schaufelt, dann würde ich den jetzigen Scheiße-Schaufler als Jäger einstellen, glaube ich. Das würde... Hat der Jagen? Der hat Jagen auf 6 sogar. Immer noch, Tobi. Ach, der ist das. Ach, der. Ja, genau. Ah. Aber, achso, hier war die neue Siedlung, ne? Warte mal, ich bin sehr erschöpft gerade. So, hier würde ich freilassen, glaube ich. Und dann gucke ich mal, ob ich hier noch ein kleines Haus hinkriege irgendwo. Ich glaube, hier kann man noch ein kleines Haus hinkriegen. Wupp. Ah, ne, Hindernisse? Ah, ne, warte. Oh. Da, warte gerade. So. So. Einmal und vielleicht passt hier noch eins hin. Das wäre fantastique.
Gibt Hindernisse, die Baustelle blockieren. Okay. Sind es die Bäume? Tobi, bist du gerade... Nee, du bist gerade abgehauen. Okay, warte. Ich komme sofort. Warte, ich hol Stämme. Ja. Ach, stimmt, der Dieb war der Händler. Oh, ja, stimmt, der Dieb war der Händler. Ja, Entschuldigung, war mein Fehler. Ja, dann holen wir jemand anderen mit Diplomatie. Oder halt jemand anderen mit für Kacke. Mit Diplomatie. Diep. Oh, deine Witze sind so deep, Alter. Hey, oh. The Deep. So. Tobi, guckst du eigentlich The Boys? Ich habe es zumindest schon mal auf meine Watchliste gepackt. Ich will damit jetzt dann bald mal anfangen, ja. Tobi, da fang doch endlich mal an. Ja, es haben jetzt schon so viele und ich hatte auch einen Kollegen, der hat mir am Wochenende den Trailer geschickt, dann sollte ich mir den angucken und ja, es ist schon geil. Es ist genau deins, ich schwöre es, Tobi, es ist genau deins. Ja. Du wirst sagen, oh mein Gott, wie konnte ich ohne das Leben in meinem Leben? Da laufen gerade aktuell die neuen Folgen, ne? Ja, ja, stimmt. Wobei die Staffel meiner Meinung nach momentan die schwächste ist. Aber okay. Da gehen die Meinungen ein bisschen durcheinander. Aber zum Glück, halt, ne? Zum Glück zählt nur meine Meinung. So. 10 Steine. So. Eins, ich sammle erstmal ein paar Steine hier. Hä, warum braucht das jetzt Steine und das hat gerade Holz gebraucht hier drüben? Weil, wenn die auf Stelzen stehen, brauchen die zuerst Holz und manchmal brauchen die direkt Steine. Ah, hä? Das ist aber smart. Krass. Ja, ist immer. Je nachdem. Huch, je nachdem. So. Krass scheiße, Alter. So ist es. So ist es. So. Plöpp. Okay. Hier könnte man generell noch, so eine Hausstraße bauen, ne? Die da hinten hingeht, dann haben wir hier so eine richtige Wohnsiedlung. Das würde gut klappen. Oh, 3 Holzstämme habe ich auch noch. Theoretisch. Haben wir gerade eh nichts zu tun. Also du kannst die auch schon dann dahin bauen, die Häuser. Und wir bauen die einfach, weil mehr brauchen wir eigentlich eh nicht machen im Moment. Das stimmt. Hast du recht. Warte. Passt das da hin? Nee, ne? Wir müssen das da weg. Den müssen wir weghauen. So. Dann hau ich mal ein paar Bäumchen weg. So. Hast du die Bäume? So. Bäume weg, Bäume weg. So. Nehmen und... Die werden sich aufbäumen. So. Ne, der ist schon tot. Der macht gar nichts mehr. Oh nein. So, er das verdient, Tobi. So. Er war ein schlechter Baum. Nein, sag das nicht. So. Von allen Bäumen im Wald war er der mieseste. Nein! Mit dem miesesten. Oh Gott. Mit dem miesesten Charakter. Miese Prise. So. Er hat einen miesen Charakter, darum leg ich seinen Körper ad acta. Oh, eine Fichte. Oh, wie schön. So. Will ich diese Fichte kaputt hauen oder will ich lieber. Hm? Ja, doch, ich will die kaputt hauen. So. 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 Ficht. Was wollte ich jetzt mitnehmen? Ein böse Ficht. So. Holzstamm. Rein da. So, ich hole Holzstämme auch schon wieder los. Dann könnte ich. Ne, hier lasse ich mal einen Baum zwischen und dann hauen wir den hier weg. Ich glaube, das ist ganz cool. So. Noch eine Ficht. Erik, wir brauchen ein neues Lager hier. Ich muss 80 Meter laufen. Ah, ärgerlich. Ja, gut, dann baue ich gleich wieder 3. Geil, geil. So. Ficht, Ficht. Holzstamm. Tobi, sag mal, wollen wir den Spielstand hier eigentlich auch, wenn wir fertig sind mit der Staffel soweit, wollen wir den Spielstand auch wieder zum Download anbieten? Ja, ne? Ja, du hast den, glaube ich, bei dir im Discord immer, ne? Genau. Würde ich da, glaube ich, auch wieder reinballern. Huch. Das geht nicht. Da müsste ich hinten noch einen Baum wegradieren. Das hier. Geht das? Zu uneben. Oh, wow. Zu uneben ist es dem Herrn.
Ja, eben. Warum ist das denn zu uneben? Ah, hier. Warte, jetzt ging's aber gerade. Mal ist es zu uneben, dann geht's wieder. Der weiß halt nicht, was er will. Aber wir haben gesehen, es geht. Ich weiß noch nicht genau, wie. So, willst du mich verarschen? Du hast doch gerade eben noch gesagt, das ist super eben. Ich mach so rum. Dann wird es bestimmt gehen. Okay, so geht. Okay, ja, ist egal, mache ich so. Und dann hier nochmal eins hin. Ich hoffe, das passt in der Tiefe. Bin mir nicht ganz sicher. Kann sein, dass es da hinten vielleicht mit den Bäumen Probleme hat. Ja, es gibt Hindernisse. Ich glaube, ich muss die Bäume da hinten wegräumen. Wahrscheinlich den hier, die beiden. Ja, weg mit den Bäumen, ganz ehrlich. Die haben schon lange genug gelebt. Überleg mal, die werden über 100 Jahre, ja, und wir Menschen, ja, der Zenit der Schöpfung, ja, stehen über allem und ab 80 wird verrottet. Twitter brennt. Was ist das für ein Gott, der Bäume länger leben lässt als uns? So. Okay. Sag mal. Hallo? Halt, da war gerade unser Fenster. Komm. Es gibt nur noch Hindernisse. Was denn für Hindernisse? Ah, da. So. Ja, geil, Tobi. Huch! Kleinstadtentwicklungsstufe haben wir erreicht. Hä? Offenbar muss man nur... Wieso habe ich das Achievement nicht bekommen? Hä? Kriegst du bestimmt auch noch, oder? Frech. Oh, sieht geil aus mit diesen hoch... Ne, dass die Häuser so hoch sind. Sieht ein bisschen aus wie ein Elfendorf hier langsam. Und hier können wir auch noch eins hinbauen. Warte. Mal gucken. So. Gibt Hindernisse. Komm, lass mich hier auch so hochbauen. Was ist das Hindernis? Die Bäume da hinten? Aber die sind noch weit genug entfernt. Die sollten noch weit genug entfernt sein eigentlich, oder? Tobi? Ja. Bist du gerade in der Nähe? Ja. Kannst du mal kurz gucken, ob da wirklich Hindernisse sind, die die Baustelle blockieren, ob da Bäume drin sind oder so? Jo, hier hinten der eine. Der da? Der da. Weg mit dir. Boah, nein, was? Hast du Bock? Nein. Oh nein, ich habe keine Steinachs mehr. Meine Steinachs ist kaputt gegangen. Hass gegen Bäume. Ja, Tobi, hau ihn kaputt. Hau ihn kaputt. Wir machen das auch extra nachts. Geil, damit die anderen das nicht sehen. Wir sagen aber, die Bäume sind ausgewandert. So. Sehr gut, danke Tobi. So, dann drehe ich mal wieder. Ja, geil, jetzt geht's wieder. Ich kriege aber eine wichtige Frage. Ja. Hat das Haus denn auch einen Firsk? Einen was? Einen Firsk. Was ist ein Firsk? Ich glaube, ist das nicht der Giebel oben, wo die zwei Dächer sich treffen? Ist das ein Fürst? Ein Dachfürst, oder? Fürst, ja. Achso, ich habe Fürsk mit K verstanden. Ein Fürsk. Nee, Fürst. Ein Fürst der Finsternis. So. Hast du gerade den Baum gekronkt? Ja. Turbiniert wurde der Baum. Turbiniert. Nee. Stimmt doch. Schon. Nee, ja. Turbiniert. Turbiniert ist schon richtig, ja, das stimmt. Oh, irgendwie würde ich gerne hier noch. Warte mal. Das mache ich mal schnell. Irgendwie sehe ich das noch.
könnten hier theoretisch noch den hier machen und dann... Strobiniert. Sammer. Da kann er lachen, ne? Ja, das ist echt witzig. Der wird nie nicht lustig sein, Tobi. So, okay. Mach mal eben den hier nochmal schnell. So. Schnell vor allen Dingen. So. Vielleicht können wir dann auch so ein Dorffestdingens machen oder irgendwas, keine Ahnung, irgendwelche Deko-Sachen dahin oder so. Aber ich würde so gerne... Schon krass, wie groß das mittlerweile ist. Wenn du mal auf der Map guckst, ist schon echt heftig mittlerweile. Ja, 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 wir breiten uns sehr aus, glaube ich. Warte. Ja, ja, ja. Wir sind also größer als die anderen Städte inzwischen, ne? Ja. Wir wachsen gerade an... Das war auch unser Ziel, ne? Das stimmt. Wir wachsen gerade an Pistovia ran. Oh. Schon heftig. Wir sind schon fleißig eigentlich, ne? Auch wenn man es nicht glaubt. Selten kommt es vor, aber es ist korrekt. Ja. Okay, 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 okay. Boah, so eine Stadt. Oh, huch. Da ist die Nacht wohl rum. Oh, es ist neue, ach, neue Jahreszeit, deshalb. Ja. Okay. Oh. Ach Gott, Unirat. Schnell weg. Reputation um 20 gesunken. Oh nein. Oh. Muss mich waschen. Tobi. Was denn? Was macht der? Will der seine Mom gerade umbringen oder was macht der da jetzt? Ich glaube. Von die Mutter kümmert sich einfach nicht. Weiß das Kind voll verwahrlost? Guck's dir mal an. Die Mutter sitzt da und starrt einfach mit leeren Augen in die Ferne. Die ist aber durch, die Mutter. Die will nicht mehr. Schade, ich wollte ihm gerade ein Kupfermesser schenken. Was ist denn das? Oh, wie wird mir? So, was? Stimmung 80%, Zuneigung 0%. Wow, ich war wohl zu selten zu Hause, wa? So. Nett. Oh nein, ich habe meinen Stein verloren. Hast du ihn gesehen? Er ist rund und grau, absolut einzigartig. Aha. Heute habe ich im Wald eine Eidechse gefunden, die war irgendwie eklig, aber ich habe sie trotzdem in der Hand gehalten. Aha. Was hast du für Stats? Kann er seinen Penis entdeckt. Kann er schon aber... Warte mal, der hat Gewinnung 5, Jagen 3, Landwirtschaft 5, Diplomatie 3, Überleben 4 und Produktion 5. Geil, rein da, ab in den Schuppen. Was? Ab in den Grabungsschuppen. Und ich kann ihm einen Arbeitsplatz zuweisen? Was? Ist das eine gute Idee? Nee, der Dorfbewohner ist so gut zu arbeiten. Ich dachte schon, nee, noch nicht. Okay, keine Ahnung, in welchem Alter, aber mit 2 ist keine gute Idee. Aber ja, mit 2 okay, kann der schon sprechen. Master, das ist, wundert mich Masterfrage. Nicht. Masterfrage? Ja. Hättest du es gemacht? Ist das eine rhetorische Frage? Da ist sicher, sofort. In der Mine ist ein Platz frei, Tobi. Denk mal drüber nach. Unirat. Unirat, komm mal her. Komm, ich hab deinen Stein gefunden. Der liegt gleich da unten. Tobi hat gute Werte. Der wird gute Arbeit leisten in der Mine. Tobi, können wir, ob wir es schaffen, eine Mine voll mit Unirats zu basteln irgendwann, wo nur Unirats arbeiten? Warte mal, wir können ja theoretisch... Gott. Warte mal, ich will mal was probieren. Hallo, liebe Tybalda. Aha, nee, ist nicht so wichtig. Zuneigung 93%, ist gut. Wie steht's um das Königreich? Die Gebäude in unserer Siedlung verfallen. Unternimm was dagegen. Wow. Wow.
mir ist langweilig, vielleicht können wir zusammen irgendeine Dummheit aushacken. Wie wär's, wenn wir einen Kult starten? Was? Was? Tobi, ich schick mal kurz meine Frau zum Steuern zahlen, ja? Kein Problem, aber wir haben nicht genug Münzen für die Bezahlung. Was? Ja, du brauchst ihn in der Tasche. Wie viel Steuern haben wir denn gerade? Tagebuch. 13.000. Uff. Hä, warte mal. Okay. Aber wir haben 18 in der Kiste. Ja, ich schick meine Frau mal kurz rüber, ja? Und ja, ich glaube, das Kind hat gerade Rick nachgemacht. Rubberdubberdubdub. Ich glaube, das war gerade Rick von Rick und Morty. Ja. Das Kind wird einfach komplett vom Fernsehen erzogen. Niemand kümmert sich. Aber so. Das Kind in der Stadt, das eine, macht doch immer Kamehameha. Also die haben halt scheinbar echt hier so... Fernsehen haben die auf jeden Fall gesucht. Ja. So, wie viel war das jetzt? Ich mach mal 10.000, nehme ich mal mit. So. So. Dann schicke ich mal los. Da müssen wir selber nicht Steuern zahlen, weißt du? Das ist irgendwie angenehm. Oh, geil. Irgendwie gefällt mir das mit der Glocke, die du gebaut hast. Die bimmelt halt wirklich ab und zu mal. Ja, okay. Wenigstens klingelt sie. Ja. Immerhin etwas. Das ist schon cool. Ich kann mir das vorstellen, dass wir vielleicht nochmal hier und da eine hinbauen. So, ich hab gedacht, das wird für 2.000, dass sie nichts macht, das wäre schon wild gewesen. Wow, die Frau hat sich einmal umgesetzt. Das ist schon, wow. So. Die kann aber jetzt wieder arbeiten, oder nicht? Natürlich, Schatz, ich bin schon auf dem Weg. Ja, die geht mal kurz 13.000 Euro wegbringen. Hä, das war's schon? Die geht gar nicht los, die Quest ist aber so gelöst. Lul. Stille ist entspannt, bis du Kinder hast und sie erschreckend lange still sind. Was redet die Frau? Und wo ist das Kind? Ich sehe es aber nicht mehr. Kaputt. Okay. Gut, ich gehe mal... Online-Banking. So, ich gehe mal kurz... warte mal. Oh, ist schon schön hier alles. Also mir gefällt das, was wir gebaut haben, mir gefällt es richtig gut. Find's echt schön. Ich finde, wir bräuchten noch ein paar Ecken, wo wir vielleicht nicht nur Häuser bauen, sondern so ein bisschen Get-Together-Städten oder so. So mehr Plätze oder sowas. Mit Lagerfeuer und so, ne? Genau. Sowas in der Richtung. Ja. So. Okay. Ich mache nochmal schnell den Zaun zu Ende. Ich muss mich leider gleich wieder um die Felder kümmern, wie es aussieht. Vermute ich mal. So. Ich wollte gerade gucken, wir wohnen in einem großen Haus, ne? Ich wollte eigentlich gerade gucken, ob wir vielleicht noch ein Unirad machen können. The Mine, never dies. Ja, sicher. Aber wie gesagt, kann die nicht jetzt wieder arbeiten, die Gute? Ich glaube ja. Ich schau mal gleich, ob die noch irgendwas machen kann. Warum macht sie das noch nicht? Ja, gleich. Die saß gerade so rum, hat gerade Steuern bezahlt. Ich guck gleich mal. Als Spieler kann man nur ein Kind haben. Oh nee, oh was? Och, Kacke. Oh, ärgerlich. Aber habe ich das richtig verstanden, dass man ein Kind haben muss, damit man das Spiel unendlich weiterspielen kann? Ja, weil sonst stirbt deine Dynastie halt aus, ne? Und dann kommt, also dann hast du mit dem Kind wieder ein neues Kind dann, oder was? Du wirst irgendwann zu deinem eigenen Kind quasi. Also du spielst als ein Kind weiter und dann musst du mit dem natürlich wieder erfolgreich weiter, you know. Krass. I'm dirty and you know it. Du weißt schon. Mhm. So. Das ist cool. Oh, hier geht's gar nicht weiter.
da wird es lang gehen. Ich probiere mal was. Okay, das ist irgendwie ein bisschen wild hier mit dem Zaun. Ja, okay, dann reicht er bis hier. So. Kannst mehrere Kinder haben. Muss ja nur die Frau mit Kind gegen eine neue Frau eintauschen. Das geht natürlich nicht. Bis dass der Tod euch scheidet. Also ich weiß, ob das geht. Keine Ahnung. Geht das? Gut, wenn die aus Versehen vom Felsen fällt. Ja, oder vielleicht auch mal gern alleine in der Bude wohnen will. So, weißt du? Ja, ja, kann auch sein, klar. Dann, wenn das gehen würde, Tobi, dann würde ich vielleicht noch ein paar Häuser ganz weit weg von der Stadt bauen und die ziehen zu euch alle dahin. Und wir haben hier so eine Armee auf Unirats. So, wenn das vielleicht, wenn das geht. So. Okay. Das hier dient keinem Zweck, das soll nur irgendwie optisch sein. Ich hoffe, das bringt irgendwas. Wenn man so vorbeigeht, irgendwie, dass es schöner aussieht. Keine Ahnung. Wir gucken mal. So. Flop. Fühlst du eigentlich nach Palworld? Ich wollte eigentlich immer wieder eine Runde, aber irgendwie spiele ich dann doch was anderes immer. Weiß nicht genau warum. Irgendwie. Ich kann nicht genau sagen, woran es liegt. Sag mal, ganz kurz, brauchen wir für die Häuser noch irgendwas? Du kannst Bretter mitbringen, wenn du möchtest. Ja, das mache ich oder gerne. Holzstämme können wir noch brauchen für das eine hier. Okay, viele? Nee, ne? Nee. Ja, bring einfach Holzstämme oder Bretter mit, wie du möchtest. Okay, Holzstämme oder Bretter, dann lasse ich Stöcker mal hier. Also Bretter nehme ich auf jeden Fall primär. Ich nehme ein paar Holzstämme mit und dann den Rest Bretter. So mache ich es. Holzstämme. Holzstamm. Oh, wir haben echt viele Holzstämme. Voll geil. Ich nehme mal 16 Holzstämme mit und den Rest Bretter. Ich hoffe, das reicht. Hallo, Tobi. Hey, na? Oh, ich kann wieder in die Kiste. Hä? Ich verstehe es halt auch nicht. Oh, okay. Ey, wir nehmen die ganze Zeit Holzstämme so hier raus und haben trotzdem so viel? Ja, ja, klar. Holy smokes. So. Oh, ich finde es hier irgendwie voll schön, die, mit der Aussicht und so. Das ist irgendwie alles sehr nice. Die Häuser hier... Ja, auch hier so ein Grünzeug, ne? Das ist echt hübsch. Ne? Hier oben. Ja. Wir brauchen unbedingt mehr Kalkstein auf jeden Fall für die neuen Häuser. Ich glaube, das ist wirklich ein Problem. Oh, hier fehlt noch das Dach. So. So. Ja, ich habe bei allen Häusern erstmal nur Steine und so gemacht. Ah, alles klar. Okay, 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 okay. Sehr gut. Danke dir. Hey. Während ich unnötig einen Zaun gebaut habe. So, warte. La, 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 la. So. Ja, sehr ländlich muss es ja sein, weil es gibt ja noch keine richtigen Städte. Ist eben alles sehr medieval. Wobei ich es geil finde, wenn es so ein bisschen Evolution gäbe. Ja, das stimmt. Also ja, es wäre natürlich dann kein Medieval mehr, aber halt, dass es, wenn es so ein Spiel gäbe, wo du wirklich evolutionieren könntest, so ein bisschen. Das wäre cool, wenn man Straßen, so. Straßen. Ja, ja. Ja, vor allem dann Fachwerkhäuser, so. Fachwerkhäuser, so Sachen. Du fängst. Eigentlich wäre es geil, wenn du in der Steinzeit anfängst und dich dann so ein bisschen durch, ne, Bronzezeit, Eisenzeit, irgendwie sowas. Das wäre auch cool. Empire Earth. Ich meine aber hier so in 3D mit hier so. So ja, hier. Ja, genau. Also ich meine so Empire Earth halt nur 3D. Das wäre genau, voll geil. Genau. Fängst du irgendwie mit Kutschen und Pferden an und hast am Ende irgendwelche Technologiepanzer. Gut, ob das hier so machbar wäre und wie es sich jetzt hier auswirken würde, weiß ich nicht. Ob wir noch lange unser schönes... Oh, das ist so schön hier geworden alles. Oh Mann. Ich kote aus dem Maul. So. Erik, tu das bitte nicht. Oh, ich bin dumm, ich hätte die Baumstämme zuerst mal verbrauchen sollen, ne? Bin direkt wieder zurückgelaufen. Naja.
kann ich rüberlegen. Bretter. Nehme ich auch mal Bretter ab. Tobi, isst du da heimlich was? Nee, ich habe getrunken. Ah. Aber zwischendrin gönne ich mir einen Apfel. Machst du gerade irgendwie, achtest du gerade auf deine Kalorienzufuhr? Nee. Aber Äpfel kann man hier oben gut hinstellen, auch wenn es warm ist, und die werden nicht gleich irgendwie schlecht. Oh, okay, okay, okay. Verstehe. Erik, als ob ich auf meine Kalorienzufuhr achte, ich bitte dich. Ja, ich hab damit angefangen gerade. Ja, aber das ist so, oh, ich komme da eh nicht durch, das ist, ja. Naja, naja. Aber ne, ich hoffe, du schaffst es. Ja, ja, es geht schon. Also bis jetzt habe ich immer Defizit. Aber das sagt eigentlich mehr über meine Lebensweise aus, als darüber, dass ich da gerade drauf achte. Ich habe mich jetzt nicht sonderlich angestrengt oder so. Ich esse einfach nur viel zu selten. Ich wollte gerade sagen, du isst halt einfach manchmal auch einfach gar nichts, und das ist halt aber nicht gut, ne? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Aber ist eigentlich doch gut, weil dann kann ich mich gucken in dem Fall, was ich zu mir nehmen müsste noch eigentlich. Ja, okay, okay, okay. Aber halt einfach nichts essen ist auch nicht gut, ne? Ja, ich weiß, ich meine, ich meine, ich weiß. Tun sie das nicht? Oder dann einfach. Aber wenn du dann mal was Fettiges isst, dann setzt das noch mehr an. Ja, oder 12 Stunden Stream und dann irgendwie, oh, 3 Uhr morgens, naja, dann, ach, naja, ich muss aber was essen, ich hab Hunger. Und dann einfach, oh, Klumpo. Ja, ist nicht gut. Nee. So. Jut, 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 jut. So. Ja, schnauf bitte lauter. Geil. Bei Yazio bin ich auch im Defizit. Das kann nicht sein, weil ich nur zunehme. Ich glaube, bei mir ist es ähnlich. Habe ich das Gefühl. Also kann nicht ganz so richtig stimmen. So, geil. Da baller ich auch meine Stämme mit rein, Tobi. Nice. So. Oh. Hier. Was war's hier? Mein Fenster rein. Dann hier. So. So, so. So, so. Würde ich mal ein Fenster machen. Und hier auch. Dann hier. So, so. Oh. Ah. Was denn? Hast du mich gehauen? Ja. Hast du mir gerade das Bild gelaufen? Hat. Von dem Hammer ins Gesicht. Hat der Ton, Alter. So. Kampfmusik ging auch gleich los hier. Oh nein, ich hab meine Holzstämme nicht los. Nein. Ja, gib die mir mit, ich muss zum Lager. Du musst auch zum Lager, ne? Ja, das stimmt. Ja, gut. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Kalkstein. Wir brauchen viel mehr Kalkstein. Oh, die ganzen Häuser hier müssen ja noch gekalkt werden. Ja, 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 ja. Deswegen haben wir auch kein Brennholz mehr. Ja, ja, wahrscheinlich. Übrigens, legit. Die Baumstämme kann man gut hier in das andere Haus noch reinballern. Hier ist noch eins. Wir bauen gerade echt viele. Oh. Ja. Ja, gut. Dann das, hätte ich das gewusst, dann. Oh. Oh, geil, Tobi. Du hast schon Wege zu den Häusern gebaut? Geil. Nee. Doch. Du hast so kleine Wege zu den Leitern nach oben gebaut. Nee. War ich das? Ich glaube ja. Oh. Ich baue die Wege nicht, weil ich sehe nie, wo die Wege hingehen. Ich finde das Tool zum Wegebauen ganz weird. Sag doch mal ja, ich war's. Ja. Erik. Geil, Tobi. Ich war's. Geil, Tobi. Gut gemacht. Sehr gut gemacht. Reißt du die gerade ab und setzt die anders dahin? Ja, gefallen mir nicht. Jetzt, wo du ja gesagt hast, will ich neu haben. So. Flop. Flop. Bi, 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 bi. Was wollte ich denn jetzt mitnehmen? Steine. Richtig. So. Du bist so ein Stein. Männer sind Steine. Traue ihnen nicht, mein Kind. So. Cool, 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 cool. Sehr schön alles, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Okay. Ja, kann ich auch nochmal. So. Bisschen von schräg nach quer. Dass die Wege immer so breit sind. Naja.
Puh, okay, da fehlen noch Dingens, da fehlen noch Baumstämme, wir brauchen Kalkstein. So. Ja, Steinwege wären auch schön, wie der Tobi gesagt hat. So ein bisschen Evolution bei den Sachen wäre ganz cool. Wenn man die Wege jetzt upgraden könnte nach und nach, wäre auch schön. Also, es muss ja nicht mal irgendwie, dass hier Autos rumfahren, so, ne, das will ich ja gar nicht. Aber so, dass du halt in so die Richtung Industrialisierung so ein bisschen kommst, dass du so kleine Fabriken auch bauen irgendwie kannst, sowas wäre cool. Ja, das stimmt schon. Ups. So, Holzstamm. So. Nee. Stimmt, Kalkstein wollten wir erhöhen und wir brauchen noch jemanden. Da fehlte noch jemanden in der Dingens, ne? In der Grabegrube. Grubengrabe. Ja, Unirad ist doch jetzt erwachsen. Ja, der ist erst 2, der geht noch nicht in die Grube, leider. Er ist schon erwachsen jetzt. Meinst du, der geht schon doch in die Grube? Der kann doch schon in die Grube, ich meine. Ich soll dich mal nicht so anstellen. Ich bin mir nicht so sicher. Auch für ihn zahlen wir die 13.000 Steuern. Da kann man mal was zurückgeben. Das ist richtig, ja. Nicht nur von der Gemeinschaft nehmen, man kann auch ein bisschen was, ne, zurückgeben, finde ich. Ja, richtig. Ja. Absolut. Nicht immer nur gierig alles für sich haben wollen. Ja, und seinen kleinen gierigen Fingerchen. Ja, genau so ist es auch, Tobi. Endlich sagt's mal jemand. Die können auch mal bluten für die Gemeinschaft. Die Fingerchen meinst du, ne? Richtig. Ja. Sehr gut. Sehr gut, Tobi. Sehr gut. Huch. Ich habe gelernt, jahrelang, vom Meister. So. Nee, der baut mir hier die ganze Zeit. Ich baue die Holzstämme hier rein, Tobi. Lass das. Nee, ich habe nur Steine, ich habe keine Holzstämme. Ja, gut. Ich dachte schon, der Tobi kommt schon wieder und dann, ich habe schon wieder alles dabei, was man braucht auf der Welt. Ja, wirklich, ja. So ist es. Oh, Holzstämme. So. Flop. Und hier auch wieder Stein, Flop, bisschen Abwechslung, so. Oh, warte mal, lass mich mal kurz was ausprobieren. Du brauchst Steine jetzt noch, ne? Ja. Warte mal, lass mich mal kurz was probieren. Ja. Bleib mal, wo du bist. Ich bleibe, wo ich bin. Aus Überzeugung. Das wäre ja lustig, wenn das klappen würde. Schade, dass ich es jetzt erst rausfinde, wenn es klappt. Warte. Jetzt kommt's. Ich brauch Bretter. Jetzt kommt's. Warte. Ich muss Bretter mitnehmen. Ja. I will wait for you, Tobinator. Oh, schade. Ich dachte, man kann die aufheben. Weißt du, wie ich meine? Dass man die so, so trägt. Ah, dass man die Steine einfach dahin trägt und einfach aufnimmt. Ah, aber es geht leider nicht. Schade. Du musst sie die leider doch selbst organisieren. Oh, das wäre cool, wenn das gegangen wäre. Das wäre ein toller Trick.